So bestellst du dir deine ätherischen Öle am Computer. Du öffnest deinen Browser. Der beste Browser hierfür ist Google Chrome oder der Firefox. Alternativ kannst du auch den Safari verwenden oder den Brave Browser. Du gehst oben, ganz oben in die Browser-Adresszeile und gibst die Adresse youngliving.com ein. youngliving.com. Ganz wichtig, gehe nicht über die Google-Suche, sondern oben direkt in der Browser-Adresszeile auf youngliving.com, dass du direkt auf diese Seite kommst. Nicht in die Suche, sondern die Seite muss exakt so aussehen. Du kommst oftmals zuerst in die Auswahl der Länder hier. Da klickst du auf dein Land, zum Beispiel Germany für Deutschland, Austria für Österreich. Wenn du in der Schweiz bist, klickst du hier unten auf More und dann Non-European Union. Hier ist dann Switzerland oder wo immer du lebst. Ich klicke jetzt mal auf Germany und so sieht die Young Living Seite aus. Achte darauf, dass du nicht auf irgendeiner anderen Seite landest, sondern wirklich hier youngliving.com. Du klickst rechts oben auf Anmelden und das ist da, wo du dich dann auch jederzeit wieder einloggst. Hier oben sind die Einlogfelder und hier unten beim allerersten Mal, jetzt klickst du auf Account erstellen. Dann wählst du dein Land aus. Germany ist hier ganz oben. Ansonsten wieder Austria für Österreich, Switzerland für Schweiz. Sprache geht automatisch auf Deutsch. Du klickst auf Fortsetzen. Und dann füllst du die Felder aus, wo du deine Bestellung hinbestellen möchtest, also dein Vorname, dein Nachname. Dein Geburtsdatum wählst du aus dem Runterklappmenü hier jeweils aus, also zuerst den Tag, dann den Monat und dann das Jahr. Du kannst schon auch reinschreiben in die Felder, aber dann ist wichtig, dass du da noch draufklickst, was er dir hier vorschlägt. Dann gibst du deine E-Mail-Adresse rein. Und zwar die, wo du gut auch erreichbar bist. Gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, weil ich habe ja schon ein Konto, dass ich dir das alles zeigen kann. Rechts daneben E-Mail-Adresse nochmal bestätigen. Achte darauf, speziell wenn das automatisch ausgefüllt wird, dass keine Leerzeichen vor oder hinter der E-Mail-Adresse sind. Und dann gibst du hier als nächstes die Telefonnummer rein. Hier hast du meine zum Beispiel, falls du Fragen hast, aber hier gibst du natürlich deine eigene ein. Dann das Land ist hier schon vorausgewählt. Den Haken würde ich bei E-Mails auch drin lassen, weil dann bekommst du ein bis zweimal im Monat die Angebote. Dann das Feld Straße und Hausnummer. Und dann Postleitzahl. Und dann klickst du auf die violette Schaltfläche Weiter. Jetzt sagt er natürlich ungültige Adresse, weil ich habe hier Max Mustermann eingegeben bei dir. Du wirst dann eine von den beiden Adressen auswählen. Als nächstes gibst du hier die Informationen ein, mit denen du dich dann immer wieder einloggst. Dein Benutzername, da empfehle ich dir, deine E-Mail-Adresse zu nehmen. Kann man sich immer gut merken, finde ich. Und dann beim Passwort brauchst du mindestens einen Großbuchstaben und eine Zahl. Und der Rest kann Kleinbuchstaben sein. Keine Sonderzeichen. Rechts daneben bestätigst du das Passwort nochmal. Und dann gibst du darunter die vierstellige PIN ein, eine Zahlenkombination, die du dir gut merken kannst, zum Beispiel Geburtsdatum. Die brauchst du, wenn du mal beim Kundendienst anrufst. Die fragen dich dann nach der Mitgliedsnummer und nach der PIN. Die Mitgliedsnummer bekommst du gleich automatisch, das zeige ich dir. Du klickst dann auf die Schaltfläche Weiter. Und hier ist jetzt ein ganz wichtiges Feld, dass du genau den richtigen Ansprechpartner hast. Mache den Haken bei, ein Vertriebspartner hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und hier ist ganz wichtig, dass du die Mitgliedsnummer von der Person eingibst, die dich weiterempfohlen hat. Und gleichzeitig sollte das aber auch eine Person sein, die dir weiterhilft. Möchtest du Öle für dich anwenden?
Möchtest du ein Geschäft aufbauen? Möchtest du auch Öleabende machen, WhatsApp-Partys? Meine Sponsor- und Enroller-ID ist die 1180747. 1180747. Ich stehe dir da gerne in allen Bereichen zur Verfügung für deine Fragen, für Öle-Vorträge machen, für Businessaufbau, für Ölanwendungen. Du gibst also 1180747, es sei denn, du hast jemanden, der dir da super weiterhelfen kann. Zum Beispiel aus dem Team Lebe Duftend. Klicke auf die violette Schaltfläche Weiter und als letztes bestätige die Geschäftsbedingungen. Hier ist das Wichtigste, dass du keine Heilaussagen machst, also nichts mit Kopfschmerzen, Erkältungen, solche Hausmittelchen. Und natürlich, wenn du dir ein Geschäft aufbauen möchtest, stehen hier die Regeln drin. Du machst also den Haken hier und klickst dann auf die violette Schaltfläche Weiter. Und dann siehst du hier nochmal alles im Überblick. Überprüfe, dass da alles richtig ist und dann klickst du rechts unten auf die violette Schaltfläche Zustimmen und Fortfahren. Übrigens sollte das irgendwie haken in deinem Browser oder länger dauern, als ich dir hier zeige, dann wechsel den Browser, geh auf Firefox, geh auf Chrome, geh auf Safari, denn oftmals sind die Browser oder Computer nicht upgedatet und dann kann es zu Verzögerungen kommen. Deshalb, falls du das ein bisschen länger dauert oder du da ein bisschen länger brauchst, dann wechsel einfach den Browser, da geht es dann meistens schneller. Also zustimmen und fortfahren und dann kommst du auf die Seite herzlichen Glückwunsch. Und dann klickst du rechts oben nochmal auf Abmelden. Herzlichen Glückwunsch, ihr Konto wurde erstellt und du klickst rechts oben auf Abmelden. Jetzt zeige ich dir nämlich, wie du dich da wieder einloggst in dein Konto. Du gibst oben in deine Browser-Adresszeile wieder die Adresse youngliving.com ein. Und dann wählst du dein Land gegebenenfalls aus. In manchen Browsern wird es auch gespeichert. Und dann klickst du rechts oben auf Anmelden. Und jetzt hast du ja dein Konto erstellt. Das heißt, du nimmst jetzt das obere Feld hier, E-Mail-Adresse oder Young Living ID-Nummer. Und dann klickst du auf Fortsetzen und dann gibst du dein Passwort ein, klickst auf Anmelden und dann kann es sein, du hast nochmal eine neue Vertriebspartnervereinbarung, da klickst du auf Annehmen, das kann sein, dass sie manchmal ändern die und optimieren die was am Vergütungsplan, da klickst du nochmal auf Zustimmen und dann bist du in deinem Konto drin. Du klickst zuallererst hier links ist immer dein Menü im Bestellkonto, da gehst du auf Mein Konto. Und hier siehst du bei YL-ID-Nummer, das ist jetzt deine Young Living Mitgliedsnummer. Schreib dir die auf, weil die brauchst du, wenn du mal dich beim Kundendienst meldest. Und die brauchst du auch, wenn dich jemand fragt, du, wie kann ich mir die Öle bestellen? Dann zeigst du genauso, wie du dir jetzt das Konto angelegt hast oder schickst der Person das Video hier weiter. Und sie gibt dann bei, ein Mitglied hat mich darauf aufmerksam gemacht, deine Mitgliedsnummer in das Feld Sponsor und Enroller. Dann links bei Mein Konto klickst du auf Meine Zahlungsdetails und du klickst auf die violette Schaltfläche Neue Zahlungsmethode hinzufügen. Und dann wählst du aus Kreditkarte oder du hast auch, wenn du auf Kreditkarte draufklickst, das Runterklappmenü, da steht noch SEPA für Bankeinzug. Du hast auch das PayPal-Logo hier und da kannst du dich mit deinem PayPal-Konto verbinden. Das habe ich jetzt hier schon gemacht, deshalb sehe ich das hier nicht mehr. Und dann füllst du die Felder aus und klickst unten auf Speichern. Und ganz wichtig, das ist erfolgreich gespeichert, wenn du hier das PayPal-Logo oder die Kreditkarte oder SEPA siehst und da ist dann dieser Rahmen drumherum. Anschließend gehst du in deine Bestellung. Du hast jetzt hier links einmalige Bestellung. Wenn du sagst, oh, ich möchte ein, zwei Öle mal ausprobieren, dann gehst du über einmalige Bestellung. Wenn du sagst, wenn es dir so wie mir geht, ich bestell da seit über 14 Jahren im Treueprogramm jeden Monat. Ich wusste von Anfang an, oh, die möchte ich alle haben. Wenn es dir auch so geht und du möchtest dir die Öle nach und nach zulegen, klickst du links auf Treueprogramm. Und beim allerersten Mal ist dann so ein Feld, wo du das anmeldest, das Treueprogramm. Das ist eine monatliche Bestellung
wo du, wenn du für mindestens 50 PV bestellst, drin bleibst und dir die ganzen Willkommensgeschenke sicherst. Trag dir das Datum, was du dir da aussuchst, am besten in den Kalender ein und dann kannst du immer wieder was anderes in den Warenkorb tun. Das heißt, beim ersten Mal richtest du dir das ein, Treueprogramm aktivieren, dann tust du die Produkte rein, die du haben möchtest. Und beim Treueprogramm ist immer ganz wichtig, auf Speichern zu klicken. Und beim ersten Mal fragt er dich nochmal, ist die Adresse korrekt, ist die Zahlungsmethode korrekt. Da gehst du jeweils auf Speichern und speicherst dich so lange durch, bis du auf die herzlichen Glückwunschseite kommst. Herzlichen Glückwunsch, Ihre monatliche Bestellung wurde gespeichert. Und danach wird es dann ganz einfach. Dann hast du nämlich ein Datum, also das heutige Datum, wenn du das heute aktivierst. Und trag dir das 3 bis 4 Tage vorher in Kalender ein. Dann kannst du es nämlich rechtzeitig verändern. Und dann wird es ganz einfach. Dann gehst du einfach in deinem Konto, loggst dich ein, rechts oben über Anmelden, gehst auf Treueprogramm und dann hast du die 6 Felder hier. Und du brauchst nur auf Bestellung ändern klicken. Und dann wählst du entweder über die violette Suchleiste oder über die Kategorien hier die Sachen aus, die du haben möchtest. Und wenn du weiter runter scrollst, die violette Leiste, monatliche Bestellübersicht. Hier sind die Sachen drin, die du haben möchtest. Die, die du diesen Monat nicht haben möchtest, machst du über den Mülleimer weg. Aber wichtig, füge vorher Sachen hinzu, die du haben möchtest, dass du hier auf jeden Fall was drin hast. Und dann ganz wichtig, du klickst rechts unten wieder auf monatliche Bestellung speichern, sodass du wieder auf die herzlichen Glückwunsch, Ihre monatliche Bestellung wurde gespeichert Seite kommst. Und jetzt zeige ich dir noch einen Trick. Du gehst links auf Treueprogramm und dann hast du ja diese 6 Felder. Ich habe meine zum Beispiel auf dem 19., aber bestell trotzdem immer um den 1. oder 2. rum. Ich mache mir das alles fertig und dann klicke ich hier bei manuelle Bearbeitung auf heute bearbeiten und klicke in dem kleinen Fenster nochmal auf bestätigen und dann geht das sofort raus. Das empfehle ich dir auch, wenn du das fertig hast und dann auslösen, wenn du auch das Datum mal verändern möchtest, dann klick auf heute bearbeiten, dann geht sofort raus. Und ich freue mich schon riesig für dich, weil du hast dann innerhalb meistens von 2 bis 3 Tagen die Öle bei dir. Achte übrigens bei der Bezahlungsmethode, hier mein Konto und meine Zahlungsdetails, darauf, dass du eine der schnelleren Zahlungsmethoden nimmst, nämlich PayPal oder Kreditkarte. SEPA dauert meistens 2, 3 Tage extra, bis sie mit der Bank abchecken. Also gerade wenn es gute Angebote gibt, dann tu dir da PayPal oder deine Kreditkarte rein und dann hast du die Öle innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Ich freue mich riesig für dich, wünsche dir schon mal viel Spaß beim Salben. Wenn du bei dir mal so einen Ölevortrag machen möchtest, wenn du Fragen hast, wenn du Fragen zu den Ölen, zum Bestellen, zum Businessaufbau hast, dann sag mir super gern Bescheid. Ich bin für dich da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. In 2 bis 3 Tagen ist deine Bestellung da. Herzlichen Glückwunsch!